Machst du es bitte nochmal? Kannst du nochmal den Ball anmachen für mich? Jetzt habe ich die Kamera geholt. Ich würde es so gerne filmen. Ich hoffe, du bist nicht schüchtern. Ihr könnt auch gerne mit den Wünscheruten was fragen, Männer. Vielleicht, ob Männlein oder Weiblein da ist. Vielleicht, ob Erwachsener oder Kind. Fragst du? Okay. Bist du ein Kind? Kannst du bitte die Wünscheruten dann beeinflussen? Die Stäbchen? Bist du ein Kind? Du brauchst keine Angst vor uns haben. Wir sind alle sehr nett und wir lieben Kinder und wollen nur spielen, ein bisschen reden mit dir. Also keine Angst, wir tun dir nichts. Was? Achso. Ja, macht's was? Ja. Ist ein Kind? Dankeschön. Fragen wir vielleicht nochmal. Wieder Zander. Bist du ein Mädchen? Kannst du denn das gleiche nochmal machen mit den Wünscheruten? Die Stäbchen nochmal beeinflussen? Ja. Er ist ein Mädchen, aha. Freut mich sehr. Jetzt müssen wir halt wissen, wer das ist, gell? Ich meine, ich weiß nur einen Namen von einem Mädchen, das hier verstorben ist. Wenn es, ich weiß nicht, ob die Eva hier überhaupt verstorben ist. Mhm. Schon hier im Haus. Ja. Okay, dann können wir mal fragen. Ist dein Name Eva? Kannst du dann bitte die Wünscheruten beeinflussen, die Stäbchen? Bist du Eva? Du kannst natürlich auch die Lichter anmachen, wenn du willst, wenn dir das leichter fällt. Also bei Eva kam jetzt keine Reaktion, oder? Ja. Genau, ist jemand anders. Da hinten hat sich der Geist geschlagen. Okay. Vielleicht geht es mal mit den Messgeräten da in die Ecke, ob da irgendwas festzustellen ist. Was zum Glück ist das eigentlich? Versteckdosen. Oh. Okay. England. Möchtest du nach England? Ich bin Anna. Ich bin Anna, das ist ja was Schönes. Haben wir einen anderen Namen gekriegt. Interessant. Da können wir später dann mal nachsehen, ob wir da in der Geschichte eine Anna finden. Aber wahrscheinlich schon. Das ist ein relativ häufiger Name. Ja. Bist du Anna? Kannst du dann bitte eins der Lichter anmachen? Ist dein Name Anna? Du kannst auch die Wünscheruten wieder beeinflussen, wenn dir das lieber ist. Schau, Anna, ich zeig dir mal kurz, wie das geht. Schau. So und so. So macht man das. Und das kannst du auch. Liebe. Liebe. Anna, wie alt warst du denn? Warst du... Stell sie mir hier. Man hat gesagt Kind. Aber vielleicht warst du schon ein Teenager. Liebe. Vielleicht verliebt. Pfund. Ein Pfund. Du warst wirklich aus England, ha?
warst du aus England? Warst du dann eher eine Anne? Oder bist du dahin gegangen? Vielleicht im Krieg? Hat man dich im Krieg dahin geschickt? Es wurden ja Kinder weggeschickt. Anna? Kannst du uns bitte ein Zeichen geben? Bitte sei nicht schüchtern. Warum England? Warum Pfund? Liebe. Warst du unglücklich verliebt? Zweite. Was? Zweite. Zweite? Die zweite Liebe. Ja, du fängst aber früh an. Oder hast du nur eine Liebe zum Land? Hast du dich da öfter versteckt, als du noch klein warst, Anna? Ich glaube, da kann man sich ganz gut verstecken hier unten im Keller. Ihr könnt auch gerne mal in die untere Ebene schauen, was bei den anderen los ist, gell? Ich überwache hier unseren Aufbau. Anna, warum bist du hier? Kannst du uns irgendwas erzählen darüber? Irre. Was, irre? Ja. Kam als letztes. Okay. Hat man gesagt, du bist irre? Hat man dich deswegen weggeschickt? Wollte man dich hier nicht im Haus? Wenn ja, dann bitte mach ein Licht an. Oder berühre das Gerät. Das mit dem grünen Licht. Es tut mir sehr leid, dass du das erleben musstest. Magst du nicht mehr reden mit uns? Zusammenarbeit, das klingt doch aber wieder schön. Du kannst gerne mit uns zusammenarbeiten. Können wir dir irgendwie helfen? Ich hätte hier nur eine Schwarzlichtlampe, falls ihr auf Entdeckungsreise gehen wollt damit. Vielleicht findet ihr ja was Interessantes. Du meinst Ektoplasma? Ja, ja. Oder vielleicht haben sie das Mordopfer hier runtergeschleift oder sowas. Wer weiß. Das magst du gar nicht mehr, Balli stupsen. Ich hätte das ja so gern gefilmt. Aber es ist oft so, dass sie das... Ich bin Anton? Aber Anton lebt. Obwohl, Moment. Ich glaube, das war ein sehr populärer Name in der Familie. Ja, vielleicht war es ein Vater. Weil normal ist doch früher immer Vater. Jetzt muss ich fast nochmal. Nein, das war der Max, glaube ich. So. Aber das glaube ich, es gab. Weil Antonie gab es ja auch. Und Anton, ich glaube, die wurden immer so genannt in der Familie. Wow! Ja, Großvater oder so. Ja, ja. Das ist, das macht es Sinn. Es war früher so, dass der Vater und der erste Sohn meistens, oder der Großvater und der erste Sohn immer denselben Namen. Ja, genau. Aha. Anton, das freut mich sehr, dass du mit uns reden möchtest. Ist Anna auch noch da? Ich hoffe, sie fühlt sich nicht gestört durch meine Kamera, weil sie jetzt nichts mehr anmachen möchte. Mhm. Anton, kannst du vielleicht das Bällchen nochmal anstupsen? Oder die Lichtleiste, bitte. Schau. So, und den Ball auch so. Einfach anstupsen, bitte. Postkarte. Postkarte.
Anton möchte mir eine Postkarte schicken. Was? Moment mal, die Post war hier im Haus. Ja. Ja. Warst du zuständig für die Postkarten, Anton? Also wir haben jetzt einen Anton und scheinbar hat er irgendwas mit der Post zu tun gehabt. Anna scheint nicht mehr hier zu sein. Wie viele sind denn hier? Wie viele seid ihr hier? Busch? Busch? Versteckst du dich im Busch? Also bei den Erziehungsmethoden hätte ich mich auch im Busch versteckt. Wolltest du nicht eingesperrt werden in das komische Kämmerchen da unter der, also da hinten, unten? Ich weiß gar nicht, was dahinter ist. Was ist denn da? Der Gastraum? Wo denn? Da, wo das, dieses Kämmerchen ist, wo die Kinder eingesperrt Garage. Wurden. Garage. Ist da, wo die zwei drin waren? Ja. Da waren sie dann eingesperrt worden? Ja. Hast du es gesehen? Ja, ich hab's nicht gesehen. Ich kann es euch dann später noch kurz zeigen, aber da müsst ihr einzeln reingehen, weil es sehr eng ist. Das war ein Herz, wenn ich mich gefunden habe. Bei dir auch, wenn ich mich nicht. Nein, das ist grausam. Ida. Was? Ida. Ida? Wow, ihr seid aber wirklich viele hier. Ist Ida eine Bedienstete gewesen? Bist du eine Angestellte hier gewesen? Eine Magd? Wer ist Ida? Wer bist du? Oder hast du hier zur Familie gehört? Wenn wir schütteln sind und dann haben wir so ein Bällchen geklickt. Aber wenn du jetzt da vorbeigehst, geht der Uhr noch. Nein, es ist noch ein Tipps. Macht der Ton und leuchtet auf. Also ihr drei, wie wäre es, wenn ihr mit uns jetzt raufgeht und wir machen da oben eine Witcher-Session? Mit dem Hexenbrett, so wie Tischchenrücken und Gläserrücken, sowas kennt ihr sicher, oder? Wenn ihr da mit uns mitmachen wollt, vielleicht könnt ihr uns da noch irgendwas erzählen. Ja? Das wäre toll. Dann auf alle Fälle vielen Dank. Ich mache die Kamera jetzt aus und wahrscheinlich macht ihr dann den Ball an, weil es ja immer so ist. Okay, na dann. Schlafen. Schlafen? Ja, ich weiß, es ist Ihr Schlafzimmer und es tut mir wirklich sehr Hallo. Leid. Hallo. Ja, es tut mir leid, dass wir Sie schon wieder stören müssen. Wir besuchen Sie ja nur ab und zu mal. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Oh nein, jetzt habe ich die Zigaretten vergessen. Ich hatte ihr versprochen, wir nehmen welche mit. Ich ja? Vielleicht legen wir ihr eine zum Bett hin. Ja, letztes Mal hat sie da noch gefragt. Das glaube ich. Ja. Also zumindest eine haben wir. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich hoffe wirklich, dass ich nächstes Mal dran denke und mehr mitbringe. Und einen Sekt wollte ich auch mitbringen. Ich bin... What? Hast du das? Also, okay. Bin immer der vergesslichste Mensch. Hm? Ist es in Ordnung, dass wir hier sind? Sie können uns auch was zeigen, mit dieser Brille, irgendein Bild, irgendein Foto oder ein Symbol, was Sie möchten. Warum mochten Sie denn das Kreuz nicht?
jetzt magst du nicht mehr reden. Katze. Schon wieder Katze. Also die Katze scheint sehr wichtig zu sein. Ja, ich weiß auch nicht, die kriegen wir jetzt so schnell auch nicht her. Das ist beim Laufband. Soll ich jetzt auch noch eine Katze mitbringen nächstes Mal? Ich hätte drei. Bin nicht sicher, ob die so begeistert sind. Wir haben jetzt endlich mal Bällchen und Lichteleis und das da. Und wir haben keine Ahnung, wer Volkmar ist, diesen Namen haben wir gekriegt. Aber wir haben scheinbar herausgefunden, dass Volkmar nicht besonders nett war. Ja, genau. Ist Volkmar da? Wir hatten vorher, Volkmar ist ein Schwein, also das ist ja schon ziemlich aussagekräftig, nicht wahr? Magst du einen Volkmar nicht? War der böse zu dir? Oder zu ihnen, Entschuldigung? Ja, ist wichtig. Das wird sich auch böse. Oh mein Gott. Ja, genau, ich weiß. Ich weiß, wir machen das nicht. Kein Duzen. Hat Volkmar sie betrogen? Oder ist angelogen? Er sagte. Was sagte er dir? Der Volkmar hat was Böses gemacht, was sie verärgert hat. Hat er sie vielleicht ein Schwein genannt? Nee, okay, nicht. Irgendwas anderes Gemeines gesagt zu ihnen? Irgendwas Böses getan? Hat er ihnen was weggenommen? Falscher Weg. In die falsche Richtung. Vielleicht fragen wir einfach in die falsche Richtung. Ja, oder ist Volkmar den falschen Weg gegangen? Könnte auch sein. Kennen Sie Volkmar? Seien Sie vorsichtig. Seien Sie vorsichtig. Schon wieder? Haben wir, das haben wir schon mal gekriegt. Ja. Seien Sie vorsichtig. Der Mann auf dem Bild haben wir aber gekriegt, war nicht Volkmar, oder? Ich glaube nicht. War der Mann auf dem Bild Volkmar? Ja, so, was war das? Ja. Das hast du jetzt wie Jahren können. Ja, ja. Durch die Spillbox. Oh, und hier steckt es auch. Oh. Ah, mei. Was ist der auf dem Bild der Volkmar oder was? Nein. Oder nicht? Ich wusste nicht. Hat der Mann auf dem Bild etwas mit Volkmar zu tun? Das geht sich mal abwägen. Aber Bild hast du nicht empfangen bis jetzt, oder? Nö. Ah, komisch. Liebe. Heute wollen sie wieder gar nichts zeigen. Liebe. Das hatten wir im Keller doch auch mal. Liebst du Volkmar? Was? Nein, was? Also durch die Spiritbox kommt ab und zu mal was richtig Lautes, gell? So richtig krass laut. Sollen wir gehen, dann lassen Sie bitte nochmal das Ding leuchten beim Rosenkranz. Sollen wir Sie jetzt verlassen für diesen Abend? Unsere Zeit wäre sowieso um. Sicherlich? Oh. Ah ja, okay, warum frage ich überhaupt? Okay, sicherlich. Wie bist du hierher gekommen? Ja, mit dem Auto. Soll ich meine Zigarette da lassen oder mitnehmen? Die raucht sie jetzt noch. Na gut, wir müssen. Ich mache dir Gänsehaut. Oh, jetzt macht sie es nochmal. Ich mache dir Gänsehaut. Ja, manchmal okay, schon. Ja, das kann sie schon noch ganz gut, ne? Ein Auge ist da auf der einen Seite. Ja. Aber mehr siehst du jetzt da. Also nur ein Auge. Nur ein Auge. Ist Kleiderschrank. Ein Kleiderschrank. Ach, hast du gesagt? Ja. Und das ist mein Platz im Kleiderschrank. Oh, ja. Lichtleiste. Nicht stören. Nur mal kurz. Und da hat man ein Bällchen auf dem Kinderstuhl. Magst du das nehmen und spielen damit? Hm?
Kleiderschrank, schon wieder. Schon wieder Kleiderschrank? Wo ist denn ist der? Da ein Kleiderschrank? Wo drin waren, wo der Jacken kennt. Da war ja gar kein. War das dein Kleiderschrank? Vielleicht vermissen sie den Kleiderschrank. Der ist weg. So ein Riesenschrank in dem Zimmer da drin. Oder ist etwas in dem Kleiderschrank? Gute Frage. Da, wo die Perücke drin war. Perücke? Erbschaft kommt. Erbschaft? Hast du was im Kleiderschrank verloren? Vielleicht hast du was versteckt. Oder vergessen oder versteckt. Später. Was? Magst du es uns jetzt sagen und nicht später? Ist etwas in dem Kleiderschrank, was dir wichtig ist? Magst du uns etwas mitteilen? Das ist echt gruselig. Lustig. Lustig? Findest du sie lustig, die Puppen? Ich finde sie ein bisschen gruselig. Lichtleiste. Ah, die Lichtleiste da hinten. Die auch. Oh, die auch. Oh. Die Lichtleisten sind lustig? Ach so. Sind die Lichtleisten lustig? Verbotene Tat. Was, verbotene Tat? Was hast du denn gemacht? Hat man dich eingesperrt unten in das Kämmerchen, in das finstere Kämmerchen, in den Verschlag, weil du was Verbotenes gemacht hast? Kann das sein? Hast du Angst davor? Bist du ein Kind? Kannst du uns vielleicht noch ein Bild zeigen über dieses Gerät? Was meintest du denn gerade mit dem Auge? Was war das? Es war ein Gesicht. Auf der einen Seite hing das Auge da und auf der anderen Seite war es ganz normal. Es war wie gezeichnet mit Pinsel. Ach so. Und daneben sah es aus wie ein Weinglas. Was schaut das Kind aus? Ein kleines Mädchen. Oh. Und daneben steht irgendwas. Aber ich kann es nicht gescheit erkennen. Und wie schaut das Kind aus? Schwarze Haare. Große schwarze Augen. Ja. Fesselnd. Fesselnd? Hm. Es ist das, was wir wollen. Was? Sagt es das? Was wollen wir? Es ist das, was wir wollen. Was wollen wir denn? Bist du ein Kind? Bist du ein Mädchen? Hm. Bist du Anna? Die hatten wir halt schon mal. Oder bist du Evi? Evi? Bist du hier? Oder Eva? Wie heißt du denn? Hab keine Angst vor uns, wir tun dir nichts. Hast du keine Zeit mehr? Hast du noch was zu erledigen? Magst du mit den Puppen spielen? Gebunden. Erst haben wir gefesselt und oh! Und dann gebunden. Und scheinbar will sie mit den Puppen spielen. Boah, das schaut so gruselig aus, dieses Ding. Ja. Oh, vor allem, wenn es dann von unten beleuchtet wird. Das ist. Oh. Der schluckt wieder da. Der schluckt wieder aus. Bist du gebunden an dem Ort? Hast du hier gelebt? Sie schlugen mich! Oh nein! Oh nein! Ja. Es erfordert viel Mut. Es erfordert viel Mut. Das passt irgendwie schon alles zusammen jetzt. Ja, das kann ja sein, dass sie früher noch brutaler vorgegangen sind. Das ist halt voll die ganze Gänsehaut. Oh, die Gänsehaut von unten bis oben. Mhm. So richtig.
Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Mhm. Meine Güte, was will man alles vergessen, gell? Wer hat dich geschlagen? Aber gefesselt. Was? Was? Stimmen in meinem Kopf. Oh mein Gott. Ja. Hörst du Stimmen in deinem Kopf? Ja, vorhin war der Alzheimer da. Und wir haben aber auch Irre gehabt im Keller. Mhm. Aber ich meine, gefesselt? Ich meine, das kann ja sein, wenn jemand nicht den Norm entsprochen hat, dass die dann das so bestraft haben, gefesselt haben, den vielleicht ans Bett gefesselt oder so. Also und geschlagen, aber. Behinderte vielleicht, ja. Mein Pferd. Pferd? Schaukelpferd vielleicht. Hast du ein Pferd gehabt? Da war. Oh! Da war tatsächlich. Achso, das warst du. Oh, okay. Aber da war wirklich mal ein Schaufelpferd früher. Das hat irgendein Antiquitätenhändler da mitgenommen. Vermisst du dein Pferd? War das dein Schaukelpferd, das jetzt nicht mehr da ist? Letzte Wort. Spielende Kinder. Na wirklich? Und da ist eine nackte Frau. Ein Junge, der da liegt, und rechts daneben eine Frau, die den im Arm hält, und in der Mitte noch eine Figur, die ausschaut wie ein Engel. Wow. Kannst du die Bilder nachher sehen? Die Bilder kann ich euch dann in die Auswertungsgruppe hochladen. Also eine nackte Frau, ein Engel, ein Junge und daneben eine angezogene Frau. Hä? Das ist die Mama und der Engel, was geschützt oder verschworen. Wer sind denn diese Personen? Ich war Topfer. Er war Topfer. Wer waren denn diese Personen? Bist du darauf zu sehen gewesen? Aggression. Bist du auf den Bildern gewesen? Lichtleiste. Ja. Ich bin froh, ob das ihre Mama war. War da deine Mama auf den Bildern? Finger. Was? Finger. Ja, die haben Finger gehalten. Die haben die Hände gehalten. Ach so. Und die Finger so. Oh, okay. Was willst du mir mit dem Bild sagen? Magst du mir noch ein Bild zeigen? Da hängt der Babybüttel. Mhm. Das ist das Kind auf dem Bild. Bist du das Kind von? Da ist übrigens auch ein Foto von einem kleinen Mädchen auf dem Bett, gell? Echt? Ja. Oh nein, das will ich nicht sagen. Ich glaube, das ist ein Mädchen, oder? Das ist nicht schlimm. Ja, das ist irgendwie, ja, tatsächlich ein Baby. So hübsch. Wow. Bist du auf einem der Bilder hier? Die an der Wand hängen? Ja, anscheinend. 64. Echt das Süße. Das kann aber ich jetzt gelesen haben. Gott, ist der süß. Voll hübsch. Ja, okay. Gott, ist dieser schön so. Ja. Bist du eines der Kinder auf den Bildern an der Wand? Das war ich jetzt nicht. Frag mal, ob das das Mädchen auf dem Foto am Bett ist. Bist du das Mädchen auf dem Foto am Bett? Oder vielleicht dieses Kind, hm? Da ist auch noch so ein Foto von einem Kind. Oh, ich hab voll die Gänsehaut jetzt. Das passt, das kommt gerade. Ich mache die Gänsehaut. Na wirklich? Oh, ja. Oh mein Gott! Das hast du unten gesagt, da schon, gell? Ja. Ja. Aber das habe ich jetzt richtig gemerkt. Au. Oh. Hammer. Hammer. Oh, ja. Das würde sich freuen, dass es funktioniert. Kommunizierst du gern mit uns? Hast du hier gelebt? Bitte nicht. Auf jeden Fall geht das. Auf jeden Fall schluckt es wieder aus. Welchen Wert hast du? 30, 73. Geigerzähler. Jetzt geht es wieder über 40, 36, 26, 33.
Kannst du mir nochmal Gänsehaut machen? Wie eben? Hatte jetzt ich. Ja? Und ich, da ist es auch ziemlich frisch. Mhm. Nicht da und nicht da, aber da. Jetzt nicht mehr, es ist wieder warm. Ich merke so ein Battle. Das ist wandert. Töten. Ich habe Sorgen. Oh, vielleicht macht sie oder er sich Sorgen, dass sie umbringen oder so. Vielleicht jemanden schlagen, fesseln, all diese Sachen. Vor was machst du dir denn Sorgen? Oder wegen was machst du dir vielleicht Sorgen? Vielleicht hat sie da Angst. Magst du es mir zeigen? Magst du es mir sagen, wegen was du dir Sorgen machst? Möchtest du nicht mal das Bällchen hier anmachen? Schau. Das geht ganz einfach. Nee, es geht nicht. Doch, es geht. Naja, ich meine, relativ einfach, ne? Aber einmal könntest du es schon anstupsen, bitteschön. Schlagen. Schlagen, ja, schlag drauf. Oder meinst du wieder, sie haben dich geschlagen, das ist nicht so gut. Hat man dich geschlagen? Fesseln und schlagen. Kommt immer wieder. Wurdest du geschlagen? Und das mit dem Töten? Vielleicht wurde sie ja getötet. Wurdest du erschlagen? Kannst du uns noch irgendwas mitteilen, weil wir müssen jetzt bald wieder weiterziehen. Bist du noch da? Er war gewalttätig. Oh Mann. Wer denn? Wer war gewalttätig zu dir? Meine Identität. Wer war denn gewalttätig zu dir? Ich bin hier gestorben. Ja, wirklich. Ja? Das ist so. Um Gott, es wird immer schlimmer. Nein, ich vertraue mal. Ja, genau, ich vergrabe das. Wie bist du denn gestorben? Das ist echt krass, was da rauskommt. Und vor allem mit allen, gell? So in Einklang mit allen Apps und. Die Treppe. Die Treppe. Hast du die Treppe runtergefallen oder hat man dich runtergeschubst? Wirklich weh. Oh, bist du runtergefallen, oder? Und vorhin haben wir Mord gehabt, ermordet. War das ein Unfall oder bist du ermordet worden? Bin hier gestorben, die Treppe wirklich weh. Das ist wie eine Treppe geschlagen. Ja. Bist du noch da? Magst du mir noch ein Bild? Ein Unfall. Ein Unfall? Der braucht ein bisschen. Ja. Ja, das ist aber normal, dass sie nicht sofort reagieren. Das ein Unfall. Ja, mit Verzögerung. Zeichne das auf. Zeichne das auf? Ja, zeig es mir. Oder meint er die Kamera?
Also ich zeichne es. Das Jahr. Welches Jahr war es? Möchtest du uns das sagen, welches Jahr das passiert ist? In welchem Jahr bist du denn runtergefallen von der Treppe? Mein Stuhl wird total warm gerade. Ja? Ja, direkt die Sitzfläche ist warm geworden jetzt gerade. Gibt's mal 66. Also an deinem Hintern haben wir einen sehr hohen Wert. Oh mein Gott, okay. Ja! Soll ich aufstehen? Oder vielleicht fand sie es jetzt einfach lustig und hat mitgemacht. Keine Ahnung. Katze! Na, schon wieder Katze. Das Katzenfäulchen. Jetzt merke ich irgendwas an meinem Fuß. Aber das ist doch auch durch alle möglichen Ecks durch, gell? Immer für dieselbe Ergebnisse. Das wird immer auf meinen Fuß drücken. Ja, es wird immer meinen Fuß drücken. Also hier 53, 50. Halt dich nicht an dir fest. 56. Jetzt schon wieder. Das ist, wenn der Fuß einschläft. Vielleicht stellst du auf deinen Fuß. Stehst. Was? Frage? Stehst du auf meinen Fuß? Wahrscheinlich kickt er die ganze Zeit dagegen. Jetzt steh endlich auf von meinem Stuhl. Geh. Soll ich aufstehen? Jetzt habe ich schon heiß gemacht. Jetzt habe ich dir auf den Fuß getreten und du gehst immer noch nicht weg. Dann leg das hin. Der hört's mit dir, hä? Ja. Ich tue dir doch gar nichts. Oder die kommt mit, sie kommt die Ärger, weil der Kind ja weg. Und da hinten juckt es jetzt auch, jetzt ist der hinten auf Fuß. Das gibt's doch nicht. Der ärgert dich. 43, 53. Die Lichtleiste. 78. Frag ich mal, ob das lustig ist. Findest du das lustig? Jetzt geht's aber. Okay, die Gefahr ist gebannt. 23. Oder machst du Quatsch mit mir? Oder ob sie mal zwicken kann. Magst du dich mal die Hand zwicken oder sowas? Sonst noch jemand, der gezwickt werden möchte? Ja. Ja. Das ist Wahnsinn, lauter Masochisten hier heute. Ja, siehst du kannst dich austoben. Das ist eine Beleidigung. Entschuldigung. Ja, hinter sich gelassen. Aber ich finde es trotzdem faszinierend, dass die Apps sich so gut ergänzen. Das sind ganz verschiedene Sachen, ganz verschiedene Geräte. Und auch trotzdem, Antworten, gell? Ja. Und da mit der Katze, das hat man ja vorhin auch. Aber woanders dann? Da haben wir ein Gerät und jetzt da. Das ist schon erstaunlich. Magst du dich nochmal bemerkbar machen? Die ergänzen sich echt perfekt heute. Mhm. Ich bin so müde. Oh. Ja. Schau, so viele Betten hier. Du kannst schlafen. Leg dich doch hin und schlaf. Es ist schon spät. Ein bisschen Energie für uns. Oder nimm Energie für uns. Wer bist du? Wie heißt du? Lichtzeichen. 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 Ja, Lichtzeichen. Also das bewegt sich, die Lichter. Aha. Das ist meins. Hat's gesagt. Wirklich? Das ist meins. Bleibt das Zeichen. Ach, das Lichtzeichen. Oh je, jetzt geht das wieder los. Zelle. Was? Zelle oder Buchstabiert. Zelle. Okay, sagt's jetzt. Ja, bist du in einer Zelle? Bist du gefangen? Ja, das schaut doch eher aus wie so eine Zelle. Ja. Das Bettstadel. Ja. Ist das links dein Bett? Mit dem Gitter? Ist das Gitterbett dein Bett? Magst du was zeigen bei mir? Bei den Lichtern? Magst du bei den Lichtern etwas zeigen? Max. Sag mir bitte deinen Namen. Du bist bei mir. Ja, wir sind alle bei dir. Ganz viele Besucher hast du. Aber wir müssen jetzt bald wieder weiterziehen. Wir hätten nämlich nur eine Station. Erzähl und sonst, uns von dir. Sonst brauchen wir ganz viele Betten für alle. Okay. Landstreicher. Wer ist ein Landstreicher? Bist du ein Landstreicher? Landstreicher. Es ist das, was wir wollen. Es ist das, was wir wollen.
Ich will keine Landstreicher sein. Was willst du denn? Wir wissen es doch gar nicht so genau. Sag uns, was du willst. Bist ja, du ein Landstreicher? Doch keiner. Der kann dir Zigaretten mitbringen und einen Sekt. 77. Ja, jetzt bräuchte man wieder unsere Psalme. Oh. Meinst du Psalm 77? In dem Haus würde ich sie sogar zutrauen, ja. Dass sie die ganze Zeit Psalmen liest. Gut, meine Lieben, wir ziehen jetzt mal weiter. Aber herzlichen Dank, dass ihr mit uns gesprochen habt. Das war sehr interessant, ja, danke. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und hoffentlich seid ihr nächstes Mal auch gesprächig. Dankeschön. Jetzt aber. Hast du noch was gesagt da? Geh und gehen. Besser. Aber da auch geh. Ja, ich hab die gesagt, ja. Ja, oh. Aber das waren wir es, oder? Waren wir es? Ja. Mahlzeit. Was? Mahlzeit oder Messer? Mahlzeit. Mahlzeit. Ja. Kinder. In dem Schrank sind Puppen. Spielen die Kinder damit? Ja. Ja? Das Kind, die Kinderlichtleiste haben wir sie auch an. Und da ist jetzt die Jahrlichtleiste angegangen. Na, das ist natürlich jetzt echt schwierig, muss man so ruhig stehen. Kannst du das Paraskop anmachen? Das ist das runde, bunte Ding. Das leuchtet ganz schön bunt, wenn du da dran kommst. Und kannst du das mal anfassen, bitte? Ja, na, das ist aber nett von dir, danke. Datum. Also das auf dem Lederdings da. Wow. So hell. Ja. Ja. Sagt so. Ein Kind, oder? Ist hier. Bist du ein Kind? Ja. Ja, okay. Ja. Er sagt, die Spiritbox kommt auch, aber die passenden Antworten zu den Lichtleisten gleichzeitig. Finde ich cool. Bist du ein Mädchen? Bist du ein Mädchen? Kennen wir uns schon? Junge hat das vielleicht geheißen, oder? Kontrolle. Was? Kontrolle. Kontrolle. Hallo. Ulle. Wow. Ja, aber schwierig zu werden jetzt. Was? Bist du das Mädchen von gerade? Ah ja. Ja, Lichtleiste, aber bei der Kamera stellt sie überhaupt nicht mehr scharf jetzt durch. Jetzt. 500? Was? Kannst du uns deinen Namen sagen durch die Spiritbox, bitte? Spiritbox? Ja. Hm. Wie? Das ist der Name. Wir haben doch gar nichts gemacht. Oh, Kind zur Lichtleiste. Oh mein Gott, das Bärchen! Yay! Und die Kamera ist wieder unscharf. Und die Ja-Lichtleiste auch. Ach Mensch. Immer wieder unscharf. Ich muss immer wieder daneben filmen, weil das. Gefällt dir der Ball? Das verkraftet meine Kamera nicht. Machst du den Ball? Spiel nochmal damit. Was? Geh. Geh? Willst du, dass ich gehe? Geist? Ich bin in Begleitung. Oh. Sieh doch mal, ich bin gekommen. Wer ist denn bei dir? Noch ein Kind?
Waren das wir? Nein. Ne. Oh, Alter! Ich saß unten, ja? Ja. Ja. Du bist da, ja. Ja. Zweimal ja. Da ja und da ja. Was? Kühlschrank? Hast du Hunger? Vielleicht habe ich ihn ja nur falsch verstanden. Ich meine, das ist eigentlich die Norm bei mir und der Spiritbox, dass ich das jetzt mal falsch verstehe. Wie viel seid ihr? Auf alle Fälle ein Kind. Weil es spielt gerne mit dem Ball. Wolltest du uns an die Lichtleiste zeigen, wie viel ihr seid? Präsent. Ja. Sind zu zweit? Du kannst ja mal zwei Geräte anmachen, wenn. Also okay, wenn ihr zu zweit seid. Ja, okay, das ist der Fall jetzt. Danke. Das hast du gut gemacht. Den ja, schau das an. Lies deine Gedanken. Danke. Ja, bitte. Oh mein Gott. Ich glaube, ist es Mann? Oder ich weiß es nicht. Mann, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Ist da noch ein Mann? Naja, ich weiß nicht. Auf alle Fälle, das Kind spielt die ganze Zeit. Was war das? Das klang wie eine Kinderstimme jetzt, oder? Ja, das war jetzt für die Schalke wie ja. Wie gefällt dir der Ball? Findest du den schön? Okay. Magst du nochmal spielen den Ball? Bärchen? Danke. Ja. Oder Bällchen? Was hast du gesagt? Meinst du Bärchen oder Bällchen? Na, Bärchen ist unten. Ja. Ja, also der Bär ist unten, der ist vor diesem bösen Verschlag, wo man euch immer reingesperrt hat. Da ist das Bärchen. Am Tisch, gell? Was jetzt am Tisch? Mhm. Achso. Liegt. Da liegt. Was? Liegt. Was liegt? Ja, auf alle Fälle hast du ein Bällchen. Ein Bällchen hat es gesagt. Schluck auf. Was? Schluck auf? Schluck auf. Sagtest du Schluck auf? Was? Sanatorium. Krematorium. Achso, oh mein Gott. Das haben wir schon mal. Das haben wir schon mal. Ja? Ja. Ich bin erst vom Schlosche. Du hast halt Arsch gekommen. Das ist bei mir hinter mir. Ja. Ja, und wieder mal ergänzen sich die perfekt. Wurdest du verbrannt? Ja. Möglicherweise. Ja, der Anzeiger, da geht auch die ganze Zeit. Als ob irgendjemand dann vorbeischleicht jedes Mal. Ich weiß nicht. Ist für Leistung? Ist Frau? Ich glaube, es ist Frau. Willst du mal mit dem Ball spielen? Was war jetzt das? Der hat doch geblitzt gerade. War das das vom Melmeter? Das war rechts neben dem Roten da. Ja. Das Melmeter hat irgendwas gemacht. Ah. Ja, schon wieder? Ja. Hallo. Was ist das? Spürst du mit dem Melmeter? Das hat verschiedene Funktionen. Temperatursensor. Dann elektromagnetische Felder und es hat einen Berührungssensor mit so bunten Lichtern. Okay, der Ball wieder. Oh, nee. Ja. Mama, oder? Kann sein. Messer schon wieder. Mama und Messer klingt aber nicht gut. Mensch, das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch bei der Befragung gehabt, so was Krasses. Ja. Ja? Letztes Mal, als wir hier waren, bei. Oh mein Gott, das war die Gänsehaut auch noch volle Kanne. Ich habe mir gerade gesagt, es war, ich habe da jetzt gerade einen Fuß berührt. Ja? Also ich dachte, was ist das? Es war so ein richtiger Druck da. Ja. Mhm. Nee, ich habe bloß Gänsehaut, aber ich weiß noch, dass wir bei der letzten Befragung hier oben auch irgendwas Komisches hatten, so als ob die Mutter ihr Kind umgebracht hätte oder sowas in die Richtung. Das war irgendwie nicht ganz hundertprozentig klar, aber es deutete sowas an. Mhm. Und das finde ich schon krass. Ich bin zu der Kreuz.
Ja, das würde ich sagen, korrekt. Und da das mit dem Engel, was wir jetzt da am Schluss noch gehabt haben in dem anderen Zimmer, Frau, Engel, Mama haben wir gehabt, das war doch auch. Und jetzt das mit dem Messer auch noch. Hat dir deine Mama was getan? Was? Ja. Ja? Ich möchte es wieder tun. Ich möchte es wieder. Wow. Ja. Was ist denn hier abgegangen früher? Das hat Mama mit dem Messer noch drin und das ist Treppen gekommen. Geht. Oh Gott, ich hab so Gänsehaut jetzt. Ja. Komm ich wirklich? Ja? Von den Füßen bis zu den Füßen. Oh ja, von unten rauf, volle Kanne. Oh Mann. Und die Oberschenkel. Ja, richtig stark. Und das Mehl mit der blitzt auch wieder auf? So richtig geschaut. Aha. Und ich habe nicht spät kein Cent. Wahnsinn. Ist das. Wer war denn das? Wie heißt deine Mama? Weißt du den Namen, den Vornamen deiner Mama? Sagst du ihn? Nutzt das Radio. Ah ja, das machen wir gerade, ja genau. Immer noch. Verbinden. Erfinden? Verbinden. Ach, verbinden. Messer verletzt. Ah. Ja, und wir haben ja auch die Arztsachen da im Schrank. Ja. Wasser. Oder was? Bin mal gespannt auf die Auswertung von dem Audio. Okay. Ja, ich glaube, das waren wir jetzt wieder unabsichtlich. Das ist immer so schwierig zu sagen. Hast du dich mit dem Messer verletzt? Ja, oder was? War das ja? Das ist nicht neu. Nicht neu? Immer wenn du das willst, dann ist das besser. Möchtest du mit mir reden? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was machst du? Nein, mit dir spielen. Tatsächlich, was anderes. Ja. Magst du das Bällchen nochmal berühren? Ich finde die Schuhe auch so cool, die da liegen. Ja. Ja. Das ist deine Schuhe. Viel Spaß. Ich bin Falk. Falk? Wieder? Aber den ist den, den haben wir schon öfter gehabt, doch. Nein? Der ist hier kurz. K2, ja. Mordfall. Wow. War hier ein Mordfall? Naja, unten. Ja, ja, scheinbar ja. Wurde ein Kind ermordet? Nein. Wer wurde ermordet? Weißt du das? Der Paul? Weiß nicht, Paul, ja, habe ich einen. Das irgendwas mit, könnte Paul sein. Wurde ein Paul ermordet? Kannst du das nochmal sagen, bitte? Das war jetzt etwas schwer zu verstehen, aber vielleicht war es doch Paul. Wiederholst du das bitte nochmal? Alte Fotos. Ja, die liegen hier überall rum. Ja. Und das haben wir in Schammel gekommen, die alten Fotos. Ja, haben wir. Mhm. Ja. Wo ist das alte Foto, von dem du redest? Das ist schon mal in der. Suchst du ein bestimmtes Foto? Fesseln. Schon wieder fesseln. Geht. Geht. Da dürfen wir wiederkommen und dich besuchen. Hm.
Aha, ist das ein Ja? Schwer zu sagen. Ja. Geht, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Was? Weiß ich nicht. Schau, du hast die Lichtleisten, damit kannst du auch antworten. Die sind beschriftet mit Ja und Nein. Und mit Mann, Frau und Kind. Wartet. Worauf? Also dürfen wir wieder kommen? Dann tipp einfach die entsprechende Lichtleiste an. Schlafen. Ja, es tut mir leid, ich weiß. Es ist spät und wir werden jetzt dann eh gehen und ja. Ich habe halt gehofft, ich weiß, erfahre noch deinen Namen, wie du heißt. Ob du vielleicht die kleine Anna bist oder Eva oder was haben wir? Anton hatten wir auch schon. Und was war das andere? Das kann man nie merken. Irgendwie ein I. Ida. Ja, genau. Ida haben wir auch noch gehabt. Waffel in der Hand. Waffel? Meine Güte, das. Waffel in den Kopf? Das haben wir noch nicht geschafft. Boah! Was war das? Die ganze Kopf. Hand. Ja. Boah! Wer hat denn die Waffe in der Hand? Max? War das Max? Hm? Wer hat die Waffe in der Hand? Ist die Waffe ein Messer? Hast du eine Waffe in der Hand? Ja. Warum hast du die Waffe in der Hand? War das jetzt ja Mai oder war es irgendwas? Ja, irgendwie so. Hans? Hans oder Hans? Ich weiß es nicht. Oh Gott, das müssen wir uns mal anhören, da in Ruhe. Hans? Oder meintest du Hans? Müssen wir Angst haben? So Warnungen sind heute auch schon ein paar Mal durchgekommen, gell? Oh mein Gott, ich habe wieder voll die Gänsehaut jetzt. Ist das bei mir gerade? Das ist schon wieder unscharf. Liebes. Dürfen wir irgendeine Schwelle nicht überschreiten? Das ist auch schon Liebes. Ah. Jetzt gehen sie mal. Ja? Ja, wieder hinten am Rücken und am Oberschenkel. Das ist voll komisch. Magst du dich nochmal bemerkbar machen? Geht. Ja, okay, also dann respektieren wir das halt. Es ist eh spät. Oh. Sollen wir gehen? Wir nehmen aber den Ball mit. Nein! Ja, ich weiß, aber ich bringe ihn nächstes Mal wieder mit. Also vielleicht bringen wir das Bärchen hier rauf mal. Das wird dir auch gefallen. Ja, wir haben noch mehr Spielsachen. Und nächstes Mal kommen wir im September, da bringen wir dir viele Sachen mit. Ja. Ja. Vielen Dank, das war sehr interessant und sehr nett. Dann bis bald, bis September.